sind wir wieder da vom Abendbrot und es kann weitergehen. Hör ich alles? Läuten bei mir gerade so laut die Kirchenglocken. Ich höre den Spielton nicht mehr. Aber doch, da ist Spielton, ja. Also. Ist das der Ausstellungsraum hier? Ha, die könnte ich mir jetzt hier kaufen. Schätze ich mal. Oder ist das auf Lager? Die habe ich auf Lager? Warum auch immer. Wo kann man die ausstellen? Schwert des Schlägers, schnell und scharf. In den Händen eines erfahrenen Kämpfers gibt es kein tödlicheres Werkzeug. Wie stelle ich die aus? Quasi so die Waffenkammer, ne? Oder die Angeberkammer, wo man alles dann hinhängen kann. Aber wie hängt man es hin? Nicht ganz gerafft. Gliederschneider. Schildzertrümmer. Ach, die hängen dann einfach automatisch, wenn ich die schon mal hatte, oder wie? Dienen nur als Ausstellungsstücke. Eingenommen? Ja. Kriegt man das? Verderbnisklinge. Gedärmvergießer. Also hier unten liegt das Schwert so, wie es aussehen würde, wenn man es hat. Und hier oben hängt es dann anscheinend, wenn man es gefunden hat, oder wie? Also hier. Der Kolben. Da. Düster Zepter. Okay. Fehlen aber noch so einige. Was ist das hier? Glüht einfach nur irgendwie. Okay. Da könnte ich jetzt einen Raid machen gehen und da geht, denke ich, die Story von dem hier weiter. Mit der Dämonin. Und der Raid wäre einfach das, was wir jetzt gerade gespielt haben, bis zum Minotaurus hin, quasi nochmal. Ohne dann Lucius nochmal zu befreien, natürlich. Und Prämien. Verstümmelte Feinde. Töten Sie 5 Feinde mit geworfenen Flaschen. Tägliche, reguläre. Kann auch mehrere annehmen, oder? Ja. Guck mal, was müssen wir denn alles machen? Gegner verstümmeln. Das, ja, wenn man halt mal so eine Sword-Axt hat und ein bisschen was verstümmelt, kriegt man irgendwann eine Sword als Belohnung. Macht das viel Sinn? Keine Ahnung. 5 Feinde mit Flaschen töten, das kriegen wir hin. Töten Sie Feinde, indem Sie sie von Vorsprünge stoßen. Kriegt man, denke ich, auch hin. Enthüller. Lüften Sie die Geheimnisse des Tempels. Da muss man wahrscheinlich alle Geheimräume finden oder sowas. Getötete Leibeigene. Was sind denn Leibeigene? Irgendeine Gegnerklasse, die ich gerade nicht kenne, keine Ahnung. Rekruten. Rekruten mit stumpfen Waffen. Verstümmelte Feinde hatten wir doch hier schon, oder? Ja. Zertrümmerter Schädel.
Schlagen Sie mit nur einem Hieb drei Köpfe ab. Oh. Das könnte schwer werden. Kommt drauf an, wie viele Gegner auf einmal kommen, wie gut ich es timen kann. Okay. Interessant. Lüften Sie Anats Geheimnis. Können wir das jetzt irgendwie markieren? Nicht? Okay. Ach ja, die Tränke. Du, ich wüsste gerne, ob ich irgendwie die Tränke loswerden kann. Verkaufen oder sowas. Oder lagern für irgendwann später vielleicht. Kann mit den Ausdauertränken halt zum Beispiel gar nichts anfangen. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Turm zurückgehe? Behalte ich die Waffen? Kann ich die Tränke dann verkaufen? Mal kurz nachgucken. Ob die Waffen oder ob die Inventare separat sind oder ob die zusammengehören. Komplett separat, okay. Komplett anderes Inventar. Aber hier, die Waffen, die wir jetzt schon freigeschaltet haben, durch den Hellraid-Rang, schaltet man dann neue Waffen frei. Und die kann man dann hier im gelben Zustand, ich weiß nicht, was ist das, legendär oder sonst sowas, kann man dann hier kaufen. Die am Anfang jetzt bringen noch gar nichts natürlich, aber die letzte dann vielleicht. Mal schauen. Ja, gut. Da ein Schnäppchen für dich. Nochmal zurück. Was mache ich dann mit den ganzen Tränken, die ich habe? Ich brauche die ja teilweise echt gar nicht. Handeln ist ja wirklich nicht möglich, oder? Nö. Schmeiße ich die Tränke jetzt einfach alle raus? Schade, aber was soll ich machen? Einfach nur fallen lassen. Ja. Also jetzt nochmal in den Hellraid reingehen, macht jetzt vielleicht keinen großen Sinn. Das wäre dann einfach nur zum Trainieren. Zum Coins sammeln. Und vielleicht noch neue Geheimräume finden oder so. Ich denke, wir gehen einfach mal direkt weiter. Mit der Story des Hellraids. Genau. Also wir waren schon mal hier, aber nicht alles ist genauso, wie wir uns dran erinnern, sagt er. Halten wir die Augen offen. Geld versteckt.
Muss ich jetzt echt auch jeden Kerzenständer angucken, ob da vielleicht eine Geheimtür dahinter ist? Hier ist doch was dahinter. Sieht man doch, dass da noch ein Raum ist. Sieht man, dass da was ist. Aber wie könnte man da rankommen? Klettern? Klettern. Oh ja, klettern. Wo kamen die her? Sind irgendwo rausgekrochen, ne? Verrückt. Nicht ganz runterspringen. Ich wollte gucken, ob da noch was ist. Ja, da oben ist auch noch was. Ich glaube, das ist eigentlich auch der Raum, wo jetzt hier unten das erste Mal der Peiniger rauskam. Ne? Aber er sagt jetzt alles ein bisschen anders. Definitiv eine lila Waffe gesehen. Oh ja, Schwert des Schlägers. Ja, jetzt müssen wir langsam. Gut, die ist ja bald weg. Haha! Alle Kanne erwischt. Ich lasse mich doch nicht verarschen von euch.
Oh, was leuchtet da so? Zeig mal her. Anat has sealed the coffers with magic seals. What does she guard? Na, ich muss den Hammer leider loswerden. Er hat nicht mehr genug Power. Nehmen wir das Schwert. Was ist jetzt? Was genau hat das jetzt bewirkt? A skeleton lies behind the bars, you see? He had to get there somehow. Wahrscheinlich geschwommen oder so. Schätze ich mal. Oder irgendwie da oben lang? Nee. Red light comes from beneath the water. Ja, da unten. Da unten. You may touch the coffer. My energy will protect you. Die dritte Kiste. Ich habe die erste noch gar nicht und die zweite. Was sind bitte die dritte Kiste? Oh Gott. Ich diese Viecher hasse. Jetzt mit diesen ganzen kleinen Quests, die man hier hat. Verstümmelte Feinde, enthauptete Feinde. Mit geworfenen Flaschen. Wir verstümmeln mal ein paar Gegner. Bei den Flaschen nehmen wir mal Blitzende. Oh! Alter, ich sehe nichts! Oh, was war das für eine Scheißaktion gerade? Leck mich im Arsch. Oh. Nicht cool, Leute. Gar nicht cool. Nicht auf mich. Treppe ist echt eine beschissene Stelle zum Kämpfen, doch.
Alter. So. War das gerade für... Das war gerade echt eine schlechte Aktion da. Ich habe versucht, ein paar zu verstümmeln und hab... Ah! Komm denn noch zum Gegner her? Ich versuch doch bloß die Prämien zu bekommen, weißt du? Verstümmeln und mit Flaschen töten und so ein Zeug. Unterschätze immer die Explosionsradien, du. Das Ding ist kaputt. Und der nächste rein, Schädeltrümmer, nee, Schwert. Mensch, da. Was war das denn jetzt, ey? Erschreckt mich doch nicht so! Erschreckt mich doch nicht so! Alter, wirklich so. Auf einmal, weißt du? Krieg ich die Krise bei sowas? Der Rundumschlag ist keine gute Idee. Ich dachte, ich gebe ihm nochmal eine Chance, aber irgendwie will der einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man die bekämpfen soll. Ich versuche das ja schon so zu machen, dass ich den ausweiche und dann hinterher schlage. Problem ist, dass der Schlag, der hinterherkommt, einfach zu langsam ist. Wenn ich dem ausweichen will, dann muss ich so weit wegspringen, dass ich einfach nicht mehr rechtzeitig an ihn rankomme, um zurückzuschlagen. Macht irgendwie keinen Sinn, finde ich.
Ja, du brauchst halt wirklich eine schnelle Waffe. Zurückspringen, ran und dann mehrere Schläge irgendwie. Allgemein finde ich, dominieren hier einfach die schnellen Waffen. Du wirst so oft überrannt, dass du mit langsamen Waffen eigentlich gar nichts bewirken kannst. Wenn du einmal zuschlägst und damit zwei Gegner tötest und dann vier weitere auf dich einkloppen, hast du auch nichts gebracht. Na? Irgendwie sind die starken und langsamen Waffen hier einfach richtig, richtig schlecht. Finde ich schade. Dass man auch gar nicht irgendwie blocken kann. Und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Taste gibt. Ich habe sie noch nicht gefunden. Dass man einfach mal sagt, so, ich blocke jetzt mal mit dem Schwert. Oder mit der Zweihand-Axt. Blocken und dann zurückschlagen oder so. Wie in Valheim. Aber nein. Ich habe mich zu sehr ans Kampfsystem von Valheim gewöhnt. Ich möchte jetzt blocken können. Ein Heiltrank hinter den Büchern. Gut versteckt. Seh doch, dass da vorne Gegner sind. Sieht man doch auf der Karte. Was ist das denn? Seht ihr das da? Keine Gegner? Die zweite Kiste. Also wir fangen an bei 3 zu zählen anscheinend. 3, 2 und dann 1. Die dritte haben wir schon. Doch auf,
Oh, noch mehr Gegner. Oh, von hinten. Was? Wie von hinten? Wo kam denn der jetzt her? Bullshit, da war nichts hinter mir. Erstmal die kleinen Viecher irgendwie. Haben wir es jetzt mal. Mensch du. Ja, diese Türen sind alle nacheinander aufgegangen. Aus jeder Tür kam halt ein Haufen Viecher rausgerannt. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Wo komme ich denn hier hin? Ach so. Bin ich von hier auch gekommen, ne? Bum, 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 bum. Ist hier noch irgendwas? Dich. Noch einer? Irgendwie ein Tor oder Ketten, irgendwas aus Metall habe ich gehört. Hingehen. Warum habe ich denn keine Karte? Gebt mir mal eine Karte, Leute. Könnte man vielleicht rüberklettern? Oh, weiß ich nicht. Ich will es nicht riskieren, da runterzufallen.
Gremia abgeschlossen. Welches nächstes? War der Meinung, ich hatte schon einen mit einer Flasche getötet. Muss es aktiv ausgewählt sein? Das kann auch sein. Dass es nicht zählt, wenn man es nicht aktiv ausgewählt hat. Eins so. Ärztliche Verordnung ist ja nochmal das gleiche. Verstümmelte Feinde, enthauptete Feinde. Und es nochmal. Man muss es aktiv ausgewählt haben, damit es überhaupt das abarbeitet. Ist dann wohl die ich wollte sagen die dritte Kiste, aber es ist ja die erste Kiste. Da oben wird jetzt die erste Kiste sein. Klettern oder was? Wie stellst du dir das vor? Da ist eine Tür an der Seite. Vielleicht kommt man von da rein? Nee. Lol, drei riesige Pfeile. Hier, du Idiot, das sollst du drücken. Mal los. Ne, danke fürs Tür aufmachen. I sense what lies within. Cursed or not. Was ist denn hier los? Oh, ich hasse diese langsamen Waffen, ey. Ich brauche die für die Quest zum Verstümmeln. Also für die Prämie.
Wir haben ja immer mehr Gegner. Wo kommen die auf einmal her? Das Schlimmste ist ja gerade, dass wir... Warte. Waffe geht kaputt. Und ich merke gerade, die Gegner werden auch stärker. Diese Magier, die halten mittlerweile den ganzen Schlag aus von der schweren Waffe. Am Anfang waren die One-Shot von der schweren Waffe. Oh Mist. Es hört wirklich nie auf. Ich krieg grad keine Ruhe rein. Oh, wirklich. Brenn mich einfach. Lass mich nicht mehr aufstehen. Schweinehunde. So. Bisschen Ruhe. Oh, hast du gesehen, wie der auch noch ausgewichen ist, ey. Also wenn die langsame Zweihandwache nicht mehr reicht, um einen Magier zu one-shotten, dann läuft doch irgendwas falsch, oder? Das ist doch scheiße gebalanced, ey. Weil die sollte eigentlich dafür sein, dass man rangeht und einmal draufhaut und gut ist. Aber ich sag ja, die langsamen Waffen sind hier aus irgendeinem Grund total scheiße. Mit den schnellen Waffen kommst du einfach viel besser. Siehst du? Die schnellen Waffen sind viel besser. Das Problem ist bloß, ich brauche die langsamen. Gerade für die Prämie. Mit dem Verstümmeln. Kommt schon wieder eine Welle an, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Verstümmelte Feinde 17 von 50. Oh mein Gott. 50 muss ich von denen machen. Also, ich mache mir das Spiel quasi schwerer, weil ich ja die Prämie haben möchte. Und deshalb muss ich halt so eine langsamen Zweihandwurmen benutzen, mit denen ich halt die Gegner zerstümmeln kann. Nur nochmal für die sich wundern, warum kämpft denn der so scheiße? Ne? Kann ich ja nichts dafür, dass die Zweihandwaffen so scheiße sind. Ich würde ja lieber einfach nur die Einhandwaffen nehmen. So viele Waffen.
bist du eigentlich, bist nur am Looten. Ich finde das einfach völlig übertrieben. Sorry, aber ist doch nicht mehr normal. Nur am Looten und zerlegen, Looten und zerlegen. Ich glaube, ich lasse die weißen Items dann einfach liegen. Aber ich möchte auch neue Waffen freischalten. Es könnte ja sein, dass hier eine neue Waffe liegt oder sowas. Und einfach nur als weißes Item. Und wenn ich es nicht aufhebe, dann schalte ich es dann nicht frei. Immer mal das Schwert, vielleicht kann das ja auch so stimmen. Und ist ein bisschen schneller, wenn wir Glück haben. Wo geht's denn hier lang? Ahat, Rehet, Nem. Nein, was? Ein Bogen. Is that not by Lucifer? I know this bow. Could it be? I not want. No, it's not possible. But if I judge rightly, then come back to me. The situation is more grave than I thought. Verdorbene Gerechtigkeit. Wir haben einen Bogen. Oh no. They're coming. Keine Ahnung, ob ich die treffe. Treffe ich die oder? Ich glaube, einer ist down. Aber die treffen sich ja gegenseitig. Ach so, kann man auch noch, ja? Oh ja, das Schwert kann auch zerstören. Und das ist deutlich schneller als der, als die Zweihand-Axt. Das ist gut. Ja, würdest du bitte mal sterben? Völlig übertrieben schon wieder. Sind da noch mehr aufgetaucht? Diese Wurfmesser herstellen? Können wir hier Sachen herstellen? Nee, ne, oder?
Alles Mods? Oder wie kann man das denn filtern? Kannst doch hier. Verfügbar. Genau, verfügbar. Schade. Come back to me. Haben wir jetzt die erste Quest für Lucius abgeschlossen? Glaube ich. Es wäre vielleicht noch mal ein guter Zeitpunkt für mich, noch mal eine 2-3 Minuten Pause einzulegen. Bisschen Luft zu schnappen und dann geht's weiter mit der nächsten Quest. Würde ich mal so sagen. Schauen wir erstmal, was er zu sagen hat. My mind is haunting me. I have seen Baal's corruption envelop the world. His armies invading kingdoms, spreading death and destruction. And Anat was leading them. She's trying to call him back, my dear friend. And if Baal returns, there will be no hope. We must stop her. We must stop the ritual. We cannot be late. We cannot. Was meinst du mit hast aber 29? So, nee, das ist bloß die Prämie. Das ist nicht die Hauptquest, das ist die Prämie. Das ist eine Zusatz-kleine Mission. Die ich nebenbei mache, weißt du? Während wir die Story machen. Guck, hier kann ich jetzt eine Prämie abholen. Oder nee, das sind... Sind das neue? Kann ich ja nochmal machen, okay. Aber Sword habe ich doch schon gemacht. Ach, und dafür habe ich auch Sword bekommen. Dafür habe ich diesen gelben Sword bekommen. Dafür, dass ich diese Quest gemacht habe. Ich kann kann ich sie wieder machen. Das sind halt Prämien. Die sind wahrscheinlich endlos oder so. Ich kann sie einfach so nebenbei mit abschließen und dann Belohnungen bekommen. So verstehe ich das. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Wir sind seit knapp 4 Stunden am Stream, ne? Das Bild ist die ganze Zeit falsch. Achte mal aufs Bild. Ich korrigiere es jetzt. War ein bisschen verzogen. Weißt du? Es war ein bisschen verzogen. Von noch vom Pokémon-Spiel. Da musste ich für den Emulator muss ich das ein bisschen zurechtziehen, weißt du? Das heißt, alle Folgen bis jetzt für den Hellraid DLC waren ein bisschen im Format falsch. Oh, das ist ein ganz kleines bisschen. Also ganz kleines bisschen oben und unten hat gefehlt. Und dann wurde es langgezogen quasi. Es ist nicht so schlimm. Ist kein Riesenweltuntergang. Aber es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ah, so, ja. So. Also ich mache jetzt, wie gesagt, nochmal eine ganz, ganz kleine Pause. 2-3 Minütchen und dann bin ich wieder da und es geht weiter. Mit der nächsten Story-Quest. Bis gleich.